Ich habe mit dem Slackline 2005 angefangen und 2006 dann meine erste Highlines gelaufen. Und 2006 war ich wirklich viel beim Slack und Highlinen. Sich an das Highlinen wagen will, muss man zunächst mal auf der Slackline absolut solide unterwegs sein und auch bei langen Lines gut unterwegs sein, also bei Longlines, braucht einen großen Erfahrungsschatz und dann braucht man natürlich einen starken Kopf. Und da sind die Erfahrungen vom Felsklettern, vom Alpinklettern auch hilfreich, dass man sich wirklich mit der Tiefe auseinandergesetzt hat. Und genauso wichtig ist natürlich, dass im Team einer dabei ist, der mit der Technik absolut vertraut ist und der sich gut auskennt mit dem Spannen, mit den Fixpunkten, mit den ganzen Hintersicherungsmaßnahmen. Der Spot ist als Highline-Spot ideal, weil es eine ganz tolle Kulisse ist und weil es von der Länge so mit ca. 15 Meter total angenehm ist zu gehen. Da lohnt es sich schon mal, das Band auszupacken, aber es ist nicht so schwierig wie eine lange Highline. Und dadurch, dass unter einem der Wasserfall ist, dass das Wasser wirklich durchrauscht, hat man das Gefühl, das will einen in die Tiefe ziehen. Das macht es ein bisschen schwieriger. He thought he could stop when he wanted to, but he can stop, you know, when he wants to stop. I don't think that he ever really believed that he couldn't stop. I really believe that. I think that he really felt that he could stop whenever he wanted to.